Der Virologe Christian Drosten hat sich zuversichtlich über den Verlauf der Corona-Pandemie im Sommer gezeigt. Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland, sagte Drosten im ZDF-Heute-Journal. Dies sei auf die Impfungen zurückzuführen. Drosten rechnet im Juni mit einem Aufwärtstrend. Die aktuelle Entspannung sei wahrscheinlich noch auf verantwortungsbewusstes Verhalten der Bevölkerung zurückzuführen. Gleichzeitig warnte der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité vor zu früher Euphorie. Deutschland sei noch nicht so weit wie andere Länder, sagte Drosten. Sobald eine Impfquote wie in Großbritannien erreicht werde, könne gerade im Außenbereich wieder vieles zugelassen werden. Für den Herbst werde die Herdenimmunität die Situation in Deutschland verbessern, zeigte Drosten sich zuversichtlich. Die Krankheit werde dann zwar noch nicht verschwunden sein, aber eine unkontrollierte Verbreitung werde nicht mehr zustande kommen. Nicht-Geimpfte hätten dann allerdings weiter volles Risiko, sich zu infizieren. Positiv äußerte sich Drosten über die Tatsache, dass nun auch über 12-jährige Kinder geimpft würden. Für die Impfung jüngerer Kinder müssten noch Studien gemacht werden.